Bald ist das St. Martinsfest und die Laternenzeit ist da. In diesem Video wollen wir zusammen mit euch eine Laterne basteln. Dafür nutzen wir das farbenfrohe Transparentpapier von Mercurius. Es eignet sich wunderbar für die Herstellung von Laternen, Fensterbildern, Fenstersternen und Windspielen. Für alle, die vielleicht nicht so viel Zeit zum Basteln oder auch nicht so viel Geschick haben oder Lust drauf, ist unser Bastelset Holzlaterne wunderbar geeignet. Die Holzlaterne hat 4 Seiten und für meine Laterne werde ich jede Seite in einem anderen Schwierigkeitsgrad gestalten. Für die schwierigste Variante zeichne ich mir ein Motiv vor. Nun wird das Transparentpapier zurechtgerissen und hier finden wirklich Kinder jeden Alters Freude daran. Entsprechend meines vorgezeichneten Motivs gebe ich nun Basteleim auf das Papier. Hier werden nun die einzelnen Transparentstücke aufgeklebt und gerade für Vorschulkinder oder Schulkinder ist es eine wunderbare Geschicklichkeitsübung. Nach und nach entsteht so das Bild, bis schließlich ein stimmungsvolles Kunstwerk auf der Laternenseite entstanden ist. Dies wird nun ausgeschnitten und auf die eine Seite der Holzlaterne geklebt. Bei der nächsten Seite der Laterne lassen wir uns für das Muster von einem Kirchenfenster inspirieren. Besonders Kinder im Kindergartenalter finden an der Gestaltung dieses sehr einfachen, aber dennoch sehr wirkungsvollen Musters viel Freude. Und auch hier wird dann das Papier und das Motiv zum Schluss ausgeschnitten und auf die Seite der Laterne geklebt. Bei der dritten Gestaltungsvariante werden die bunten Schnipsel einfach wild auf das Transparentpapier geklebt. Das ist besonders für ganz kleine Kinder geeignet oder auch für Menschen, die es schlicht und einfach mögen. Wenn ihr am Ende ein größeres Stück Transparentpapier über alles rüberklebt, gibt das auch den nötigen Halt für die kleinen Schnipsel. Auf diese Art lassen sich natürlich die verschiedensten Motive in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestalten. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Nun wird die Laterne mit dem beiliegenden Band einfach zusammengebunden und mit einem Teelicht bestückt. Sie eignet sich so wunderbar als Tischlaterne oder mit einem Laternenstab versehen natürlich auch für den St. Martinsumzug. In der nächsten Woche zeigen wir euch ein weiteres Beispiel für das Basteln einer Laterne und wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbasteln.